So, ihr Früchtchen. Ich wollte euch bei diesem Draw and Talk mal ein bisschen was über mein Game Design Studium erzählen, denn ich habe ja meinen Abschluss letztes Jahr gemacht, meinen Bachelor-Abschluss. Ach, ich freue mich so. Also Ende 2017, für die Leute, die sich das vielleicht ein bisschen verspätet angucken, dass ihr euch nicht wundert. Im Hintergrund zeichne ich gerade an Marcells anstehendem Hero-Mode-Let's Play von A Link Between Worlds. Und der Hintergrund des Bildes ist sogar auch als Wallpaper verfügbar für meine 1-Dollar Patreons. Mindestens 1 Dollar, also die, die mehr bezahlen, kriegen es natürlich auch. Also, ich habe an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, alias HTW Berlin, studiert. Und für mich persönlich muss ich sagen, es war ein voller Erfolg. Also ich habe super viel gelernt und super viele unglaublich nette Leute kennengelernt. Und vor allem auch talentierte Leute, also das war echt unglaublich. Und vor allem hat die Uni auch irgendwie so mein kreatives Denken total geprägt, dass ich mittlerweile halt echt so einfach die Kompetenzen habe, wirklich Projekte aufzubauen von Grund auf und dass ich auch eigentlich nie irgendwie einen Mangel an Ideen haben werde, weil ich genau weiß, wie ich meine Kreativität anregen kann und so. Also unglaublich. An dieser Stelle auch nochmal, ich krieg natürlich kein Geld oder sowas hierfür. Ich habe meinen Abschluss schon, es gibt nichts, was die Uni mir jetzt noch geben könnte. Ich will einfach nur mal ein bisschen die Informationen raushauen, weil sich ja doch ziemlich viele Leute dafür interessieren. Also auf jeden Fall mein Studiengang, ich werde auch noch ein bisschen über das Allgemeine reden, aber mein Studiengang ist praktisch ein Gesamtpaket Game Design. Also es gibt verschiedene Module, zum Beispiel zum Game System Design, also die Leute, die halt wirklich die Game Mechanics machen, natürlich die Artists und teilweise auch Animation. Ich glaube, Animation kommt jetzt sogar noch ein bisschen mehr dazu, das war zu der Zeit, als ich hier studiert habe, noch nicht so präsent. Natürlich die Programmierung und dann geht es da auch noch in alle Richtungen, also wir machen 3D-Games und 2D und Spiele fürs Raspberry Pi und ich habe sogar an 2 Projekten gearbeitet, wo einmal mit einer Smartwatch und einmal mit einer Pulsmesseruhr und einem Smartphone gearbeitet wurde. Also super interessant. Ja, und damals schon und mittlerweile, glaube ich, sogar noch mehr, gibt es auch mega viel VR. Also Virtual Reality ist bei uns auch ganz groß. Also nicht nur Games für den PC sind da sehr, sehr gern gesehen. Es geht halt ums kreative Ausleben und auch darum, was Games in der Zukunft so liefern können. Richtig schön. Allgemein läuft es bei uns halt so, wir haben halt verschiedene Module, wo wir halt häufig dann auch alleine einfach Dinge lernen und dann am Ende halt praktisch ein kleines Projekt abgeben müssen. Also zum Beispiel, wenn man Art-Module macht, wie Character Design oder Environment Design, dass man am Ende halt mehrere Bilder abgibt oder sowas. Und dann gibt's halt die Semesterprojekte, die in mehreren Semestern anstehen. Dabei geht es dann vor allem darum, dass man halt in einem Team sich zusammensetzt und halt zusammen halt wirklich ein in sich geschlossenes Spiel macht. Dass man halt wirklich zusammen sich einen Prototypen überlegt und zusammen bastelt und dann halt wirklich jemand für den Artbereich zuständig ist und jemand macht die Programmierung und ja, dass da am Ende halt wirklich ein kleines Spiel bei rauskommt, was man dann präsentieren kann. Bei uns gibt es auch immer wieder Ausstellungen, wo man die Spiele dann auch wirklich anzocken kann. Also falls ihr in Berlin in der Nähe seid, wenn gerade so eine Präsentation ansteht, dann guckt da auf jeden Fall gerne vorbei. Da sind immer Gäste sehr gern gesehen. Und da muss man auch gar nicht schüchtern sein, um die Leute anzusprechen, denn die sind alle super nett und alles Zocker wie ihr wahrscheinlich. Genau, und beim Studium ist es natürlich auch überhaupt nicht wichtig, dass ihr jetzt die Ober-Pro-Gamer seid oder alle Spiele der letzten 20 Jahre in- und auswendig kennt oder die bekanntesten und die Meilensteine und so. Im Großen und Ganzen geht's halt um Kreativität und Einfallsreichtum und dass man einfach nett ist und in Teams arbeiten kann, das wäre auch noch ganz gut. Denn alleine lassen sich Spiele irgendwie gar nicht mal so gut machen. Das ist sehr schwer. Allgemein sind eigentlich auch keine wirklichen Softwarekenntnisse nötig. Alles, was man irgendwie wissen sollte, lernt man da dann spätestens. Also ihr braucht da keine Hemmungen haben, nur weil ihr jetzt nicht das neueste 3D-Programm oder Photoshop oder sonst was noch nicht wirklich kennt. Das ist letztendlich in der Branche auch jetzt nicht so mega wichtig, dass man jetzt immer die neueste Software hat und weiß, wie die funktioniert, denn letztendlich ändert die sich ja sowieso andauernd. Da sollte meistens einfach nur so eine Basis da sein. Also ich meine, okay, wenn man 3D-Artist ist, dann sollte man schon in mindestens einem 3D-Programm sich gut auskennen. Aber letztendlich, wenn man halt in Maya gute Models machen kann und riggen kann und animieren kann, dann ist es jetzt auch nicht so schwierig, zu 3DS Max rüber zu wechseln. Da setzt man sich dann vielleicht 2 Wochen mal intensiv dran, dann ist man da auch der Pro drin.
Also ich persönlich bin ja jetzt kein Chef von irgendeiner Firma oder so. Ich habe da jetzt nicht das super Wissen, aber meiner Erfahrung nach sehen die das halt auch genauso. Letztendlich kommt es darauf an, was halt eure allgemeinen Fähigkeiten sind, was ihr in eurem Portfolio zeigen könnt und nicht, wie viele Softwarekenntnisse ihr jetzt habt. Aber auch gerade bei Firmen sage ich es auch immer wieder, dass halt diese Soft Skills sehr wichtig sind, dass ihr halt nicht total grimmig seid und man mit euch nicht reden kann, dass ihr keine Ideen kommunizieren könnt und so. So, aber allgemein gesagt, der Game Design Studiengang an der HTW ist natürlich bei weitem nicht der einzige. Ich habe halt leider nur da studiert, also das ist die Sache, über die ich euch am meisten erzählen kann. Aber um nochmal ein bisschen von anderen soweit zu erzählen, persönlich würde ich auf jeden Fall sagen, dass ihr bei privaten Studiengängen ein bisschen aufpassen müsst. Also an HTW war staatlich, deswegen gab es halt auch eine etwas härtere Eignungsprüfung. Und es gibt halt andere Unis, ja, die sind halt privat. Da kommt man was leichter rein, aber die kosten halt auch ziemlich viel, dass man häufig halt monatlich eine Gebühr bezahlen muss, sodass viele sich da echt in Schulden stürzen, um bei diesem einen Studiengang studieren zu können. Wo ich persönlich sagen muss, ich bin jetzt nicht so der Fan von mega Schulden. Ich freue mich schon drauf, mein BAföG abbezahlen zu dürfen. Oh Gott. Also, falls ihr nicht bei einer der staatlichen Game Design Unis angenommen oder Game Design Unis, Game Design Studiengängen angenommen werdet, würde ich es persönlich eher an anderen Unis versuchen und vielleicht auch mal zu gucken, also sowieso, wenn ihr eher nur auf einen Aspekt des Game Designs Lust habt, also falls ihr eigentlich nur Grafiken machen möchtet, nur Illustrationen oder die Stories oder einfach nur die Programmierung, dann sucht euch lieber einen Studiengang, der sich halt wirklich auf dieses Feld konzentriert, denn bei uns muss man halt wirklich alles machen. Selbst wenn du Artist werden willst, musst du auch, ich glaube, mindestens ein Programmierungsmodul gemacht haben, wenn nicht sogar mehrere. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aktuell ist mit dem Plan. Aber ja, solche Unis, da findet man auf jeden Fall etwas, was da irgendwie passt. Ich meine, Game Design Studiengänge gibt's ja auch noch gar nicht so häufig hier in Deutschland. Also die meisten Firmen achten da jetzt auch nicht darauf. Es geht halt darum, dass ihr halt in dem Feld, auf das ihr euch halt bewerbt, dass ihr da vorzeigen könnt, dass ihr was drauf habt. Und es gibt natürlich auch viele Studiengänge, die halt dem Ganzen sehr nahe kommen. Also was ich zum Beispiel gehört habe, ist halt, dass Medieninformatik dem Ganzen sehr nahe kommt. Genau, und ein anderer Name, der auch häufig genommen wird, ist Interaction Design. Also nicht nur nach Game Design suchen, sondern auch mal andere Begriffe vielleicht nutzen und sich dann natürlich auch immer schön informieren. Das ist natürlich wichtig. Ich weiß ja nicht über jeden neuen Studiengang Bescheid. Eine Sache, die auch häufiger gefragt wird, ist, ob man auch mit einem Real- oder Hauptschulabschluss an der HTW studieren kann. Das ist natürlich so eine Sache, also ich sag mal, so ein offizielles Studium geht halt nur mal mit Fachabi oder Abitur. Aber da müsstet ihr halt auch einfach mal euch ein bisschen informieren, weil es gibt halt immer irgendeinen Weg noch, anders ranzukommen, was ihr möchtet. Ich persönlich bin da halt auch wieder nicht so up to date. Mein Lebenslauf war halt irgendwie ziemlich langweilig. Einfach Abi gemacht, mich bei der Uni beworben, angenommen und das war es so ziemlich. Aber wie schon mehrmals hier erwähnt, den Firmen geht es halt meistens um ein gutes Portfolio. Also ich glaube, niemand würde jetzt einen mega guten Artist ablehnen, nur weil er jetzt nicht den besonderen Abschluss hat, den man haben wollte. Obwohl ich das natürlich auch nicht genau sagen kann. Ich kenne die einzelnen Firmen natürlich nicht. Was aber auf jeden Fall nie schlecht sein kann, ist einfach die Firmen auch wirklich kennenlernen. Es gibt ja immer wieder viele Game Design Events. Also ich meine, gerade in Berlin natürlich mega viele. Aber auch sonst in Deutschland gibt es da eigentlich immer wieder Orte, wo man die Leute auch treffen kann. Und ich habe auch gehört, dass zum Beispiel QA, also Tester, Spieletester sein, immer wieder ein guter Quereinsteigerweg sein kann, um in die Firmen reinzukommen oder allgemein Praktikas und so. Einfach die Leute kennenlernen, denn wie gesagt, es geht halt auch häufig um die Soft Skills, dass man halt einfach zeigt, dass man nett ist und es einfach cool ist, mit einem zu arbeiten und so. Also, falls euch dieser Weg interessiert, wüsste ich auch echt gerne mal, was ihr da noch so für Fragen und Gedanken habt, wie euer Weg vielleicht bisher war, ob ihr da vielleicht sogar schon ein bisschen was erreicht habt. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin ja mittlerweile selbstständige Grafikdesignerin, wie ich angemeldet bin, obwohl ich eigentlich irgendwie eher Illustratorin und Animatorin bin. Aber viele meiner Freunde, mit denen ich studiert habe, arbeiten halt mittlerweile bei bekannten Firmen, wie halt zum Beispiel natürlich Studio Fitzbin, wo ich ja auch mein Praktikum gemacht habe, was einfach auch unglaublich war, weil die Inner World eines meiner Lieblings-Point-and-Click-Adventures war. Genau, da arbeitet jetzt eine gute Freundin von mir und oder auch zum Beispiel bei Dedalic arbeitet eine. Und viele andere Firmen, deren Namen ich gar nicht so gut kenne.
Genau, und ich würde euch auf jeden Fall einfach auf den Weg mitgeben, dass ihr einfach immer auf das hinarbeiten solltet, was ihr euch halt vornehmt, dass ihr euch einfach ein Ziel setzt und halt einfach daran arbeitet, euch informiert und so. Ich habe zum Beispiel auch am Anfang einfach mega viel recherchiert, wie man eigentlich so in die Gamesbranche reinkommt, was wichtig ist und wo man vielleicht hingehen sollte und so. Und ich habe ja auch immer gern die Lebenslogik, dass man einfach sagt, fake it until you make it. Und ich habe mir einfach immer gesagt, okay, du stellst dich jetzt einfach dahin und sagst, dass du voll die gute Animatorin bist und dass du auf jeden Fall animieren musst und so. Und letztendlich hatte ich dann in den Gruppenarbeiten auch immer die Animationsarbeit und habe mich einfach selber dazu gezwungen, halt wirklich das zu werden, was ich gerade praktisch vorgebe zu sein. Und dadurch habe ich mich einfach super verbessert. Und wenn ihr euch halt auch einfach sagt, okay, das ist das, was ich machen möchte und das ziehe ich jetzt durch, das bringe ich mir bei, dann schafft ihr es letztendlich auch, wenn ihr wirklich guckt, wie ihr euch ein super gutes Portfolio anlegen könnt und wie ihr das gut präsentieren könnt und auch mal über den eigenen Schatten springen, weil ich war zum Beispiel auch immer ziemlich schüchtern und dass ich auch einfach gesagt habe, nee, okay, du gehst jetzt trotzdem einfach auf die Leute zu und sprichst sie darauf an. Und irgendwann kann man das einfach allgemein. Man hat es sich dann halt irgendwie antrainiert und einfach, weil man es so oft gemacht hat, geht es dann auch einfach super einfach. Ich habe zu oft einfach gesagt, naja, ist ja alles hier improvisiert. So, und zuletzt nochmals als kleine Info, bitte keine Fragen an mich zu der Eignungsprüfung an der HTW, da der Studiengang jetzt noch nicht so alt ist, ändert sich da häufig vieles. Mal abgesehen davon, dass die Games-Branche sich auch andauernd ändert, also. Außerdem war ich halt nie im Auswahlskomitee von den neuen Bewerbern, also. Im schlimmsten Fall sage ich euch da sowieso was ganz Falsches und dann werdet ihr wegen mir sowieso nicht angenommen, also. Dazu beantworte ich einfach mal gar keine Fragen. Geht lieber auf Infoveranstaltungen, wovon es reichlich gibt und wo man auch wirklich einfach mal auf die Leute hören sollte. Also wenn die einem sagen, drückt die Sachen bitte mindestens in der Größe aus, dann solltet ihr eure Sachen in der Größe ausdrucken und so. Das ist vielleicht der einzige Tipp, den ich euch geben kann, weil die denn eigentlich so ziemlich jedes Mal auf einer Infoveranstaltung sagen. Also gut, ich wünsche euch für euren Werdegang noch alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video, was vielleicht sogar eine neue Analyse wird, wenn ich alles rechtzeitig schaffe. Also mal schauen. Bis dann!